Hallo Leute, es geht weiter mit der Schmerz der Schneekönigin. Und zuletzt hat die Schneekönigin hier mit einem Kind, mit einem Jungen irgendwie gepfiffen. Und dann eine Mauer hat wachsen lassen aus Eis, damit der Detective da nicht ran kann. Und jetzt wimmeln wir direkt los hier. Ich suche noch so einen pinken Edelstein. Der kleine hier, nee, hier vorne vielleicht. Ja. Und auch so einen blauen Halbmond und... ja. Ganz viele Ringe irgendwie diesmal. Da ist auch noch was. Da auch. So. Genug Ringe? Nee, jetzt suche ich noch so einen blumigen Ring. Wo ist dieser blumige Kranz? Da. Dann einen so einen gelben Stein und jetzt so eine fliederfarbene Platte. Ach, und dann noch einen... nee, zwei Sachen noch. Das da. Und das andere. Wo bist du, letztes Teil? Tolle Musik. Ich mag das ja, wenn so Musik zu den Spielen so passt und das so die Atmosphäre wiedergibt. Ja. Ich finde, die Musik passt halt auch voll gut zu diesem Märchen. Aber ich suche hier dieses Dingsbums. Wo bist du, Teil? Wo bist du nur? Oh. Ach, das habe ich auch noch gesucht. Okay. Gut. Jetzt suche ich aber wirklich nur noch eins. Ja. Es ist immer das Letzte, ne? Immer. Tipp. Ja, natürlich ganz groß vor meiner Nase. Ist ja klar, dass ich es nicht sehe, ne? Ah, ärgerlich. So, das ist diese Mondplatte. Dann bringen wir die mal direkt zurück. Hier in diesen Raum. Passt bestimmt da rein. Dann haben wir Stern und Mond und können jetzt in diesen Raum gehen. Was ist denn das für ein schöner Raum? Aus dem Innern dieses astronomischen Geräts dringt ein geheimnisvolles Leuchten nach außen. Das ist cool. Ein magisches Licht ist in dieser astrologischen Konstruktion gefangen. Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Und dann kann man die hier so andippen. Was, das war ein Bonus-Ding? Ein Chamäleon-Objekt. Aha. Aha. Wieso war das jetzt wieder ein Chamäleon-Objekt? Ich habe keine Ahnung. Am Rand dieser vergoldeten Fassung befinden sich Richtungspfeile. Aber das hier gehört da nicht rein, ne? Nee. Ah, hier haben wir noch einen Schlüssel. Sehr gut. Ich weiß ja nicht, was wir brauchen, aber vielleicht können wir da ja später so Planeten draufsetzen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Mit damit? Nee. Den Froststein aufmachen. Das auch nicht. Dann gehe ich hier wieder raus. Nein. Hier irgendwo eine Tür mit, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ich hab, weiß nicht mehr gerade. Können wir den mit dem Dreizack eigentlich oder mit dem Froststein einfach mal alles ausprobieren auch? Wir wissen ja gar nicht, wozu das alles gut sein soll, die Sachen. Die dicke Glastür versperrt den Weg, aber da ist doch so ein Dreizack aufgezeichnet sogar. Genau derselbe. Hätte ja klappen können. Gut, dann würde ich gerne mal wissen, wohin, wenn es denn diesmal überhaupt stimmt, wie man hier läuft. Hier bin ich. Was sind die Grauen? Da war ich dann noch nicht. Oder wie? Laut der Inschrift befindet sich die Bibliothek auf der anderen Seite der Tür. Ja, das ist sehr schön.
Vielleicht bin ich ja hier auch einfach noch nicht durch. Einen Kelch hätte ich ja schon mal, aber ich glaube, ich muss erstmal alle sammeln, bevor ich weiterkomme. Ja, also hier komme ich schon mal gerade nicht weiter. Mit dieser Öffnung. Weiß ich auch nicht. War in der Höhle noch was? Naja, da war dieses Ding hier. Von hier aus kann ich ihn nicht aktivieren, also versuche ich gerade woanders lang. Alles klar. Gehen wir da nochmal rein. Nee. Nee, ich glaube, ich muss hier schon jetzt irgendwie weiterkommen. Aber wo? Nee. Ja, dann will ich mal einen Tipp haben. Also hier nicht. Ja, toll. Statue scheint was in der Hand zu halten, ja. Kann ich dem das irgendwie wegnehmen? Oder... Ach, ich kann das ihm wegnehmen. Nee, ich kann ihm den Dreizack wiedergeben. Und jetzt kann ich hier ran. Ordne jedem Tier seine entsprechende Nahrung zu. Das machen wir doch gerne. Kann ich die drehen? Wie kann ich die denn drehen? Warte, müssen wir erstmal die Knöpfe irgendwie... Wie es aussieht. Wie mache ich das denn? Müssen ja überhaupt an sich erstmal getauscht werden, damit sich da gewisse Sachen öffnen. So, dann ist die Möhre schon mal beim Häschen. Und der Käse schon mal bei der Maus. Immerhin. Die Banane packe ich mal dahin und das dahin. Stimmt auch direkt schon, super. Banane dahin. So. Ja. Warte, wenn sich der öffnet, dann der. Schade, jetzt sind es eigentlich nur noch die. Ich will das ja hier jetzt nicht kaputt machen. Das ist es ja. Natürlich blöd. Muss ich ja kaputt machen, oder? Wie kriege ich das denn hin? Wie komme ich an den Knochen? Das ist voll doof. Das ist total doof. Das bringt ja auch nichts, wenn nur die sich immer öffnen. Hä? Es geht jetzt eigentlich nur noch um zwei Stück. Ich will eigentlich nur den Knochen mit dem Hund-Ding tauschen. Dass die Fliege halt getauscht wird. Aber wenn die drei sich öffnen, bringt es ja auch nichts, wenn ich das hier tausche. Deswegen kapiere ich es gerade auch nicht so richtig. Was ich hier falsch mache. Okay, der bleibt offen. Dann muss ich den irgendwie... Ja, ich muss jetzt mal den Affen und den Hasen... So. Dann die Fliege packe ich dahin. Die Fliege dahin... So, dass der offen bleibt. Und jetzt habe ich es drinne. So. Jetzt packe ich den Knochen hier hin und den Knochen dahin. Dann kann ich das Mörchen mit der Banane tauschen. Und habe alle. Okay. Man muss erst mal gucken, welche überhaupt offen bleiben. Oh no. Ah. Ach, jetzt hat er sich
verwandelt. Das Gepolter kam von dem Stockwerk über mir. Ich sehe mich doch besser einmal um. Ja, aber der hat sich doch verändert. Die Statue des Biests der Berge zerfiel und die Statue des Königs kam zum Vorschein. Und dann war der also irgendwie verwandelt oder so. Alle Parabeljuwelen gefunden. Klicke auf die Parabelschaltfläche, um diese Geschichte zu lesen. Das Biest der Berge. Oh ja. Ja. Ich möchte das lesen, bitte. Wie kann ich das denn? Parabeln. Hier. Ah. Okay. 3 von 3. Dann ist die ja schon mal kompletto. Das sind also Geschichten dazu. Okay. Das Biest der Berge war einst ein gar nobler Mann. Der letzte König des Bergreiches. Bevor ihn sein Fluch ereilte, gab seine Tochter Schneewittchen ihm eine magische Halskette. Er legte sie um, nicht wissend, dass sie aus einem Splitter des falschen Spiegels gefertigt worden war. Der falsche Spiegel bannte den König und verstärkte seine dunkelste Seite, seinen Zorn, ins Unermessliche. Monate vergingen und der König der Berge fühlte, wie der Zorn in ihm zu brodeln begann, bis er ihn eines Tages in ein monströses Biest verwandelte. Der Rat des Königs beschuldigte seine Tochter und veranlasste ihre Hinrichtung. Unter dem dunklen Einfluss des Spiegels und aus Liebe zu seiner Tochter richtete er seinen Zorn auf den Rat und brachte die meisten von ihnen um. Die Bewohner des Königreiches flohen aus Furcht vor dem grausamen König. Das Biest der Berge, wie man ihn nun nennt, wird auf ewig an der Seite seiner Tochter wachen. Obwohl er seit Jahrhunderten kein Blut vergoss, wird sein Zorn kein Maß kennen, sollte seine Tochter je in Gefahr geraten. Okay, verschwindet meine Stimme hier am Ende. Die anderen müssen wir dann noch finden. Wenn wir sie denn dann noch finden, das weiß ich halt nicht. Oder ob ich die jetzt nicht... Oder ob ich die hätte schon komplett haben müssen. Das wäre echt blöd, glaube ich. Ach ja. Oh, hey, Mädchen. Na, also das hat sich jetzt hier irgendwie geöffnet. Das, hier waren wir ja vorher nicht. Diesem königlichen Wappen scheint ein Herz zu fehlen. Na, reden wir mal mit ihr. My name is Gerda. I'm a friend of Kai's and the other children who are prisoners here. I hid when the beast came to the village and watched him take my friends. Then I followed him to this frozen place. Detective, take a look at this strange engraving. I sense something magical behind this door. We can't find out what's in that room until you find something to unlock it. I found this golden compass in the library. Perhaps you can use it. Okay. Ich finde, sie erinnert mich trotzdem immer an Clementine. Kann man nichts mehr machen. Das ist Clementines Stimme. Ich höre nur immer, Lee! Lee! Das funktioniert nicht. Wir brauchen etwas, das in die Vertiefung auf der Tür passt. Es sollte irgendwo im Palast sein. Der Kelch ja wohl nicht. Das Ding ja wohl auch nicht. Das auch nicht und das auch nicht, ne? Nein. Dann haben wir hier noch so einen Kelch. Toll, wir haben noch einen Kelch. Über der Tür befindet sich das Abbild eines jungen Mädchens, das einen Apfel hält. Mhm. Ich fühle eine warme Brise durch den Spalt in der Tür. Ich frage mich, was auf der anderen Seite ist. Tja. I figured out how to tell when the beast is nearby. The room gets warm. Ja, von diesem Balkon kann man den Thronsaal überblicken. Er ist jedoch vollständig von Eis umgeben. Dann schauen wir uns mal noch weiter um. Oder ist das die einzige Tür, die jetzt aufgegangen ist? Okay. Was kann ich jetzt mit dem Golden Kompass machen? Also das Herz ist es ja wohl nicht. Wo kann ich den denn einsetzen? Vielleicht hier? Nee. Aber vielleicht bei diesen Planetendingern hier. Genau, hier. Oder, nee. Merkur nicht gefunden. Ja, wir sollen die anderen Planeten irgendwie finden. Dann sind wir ja noch nicht so weit. Wo soll ich denn dann hin? Ich bin falsch hier. Ich bin immer falsch. Bin ich hier richtig? Ja, ich soll jetzt hier was machen. Was denn? Geht ja alles gar nicht. Ah, nee. Ne? Habe ich doch auch schon alles ausprobiert. Das geht nicht. Gerda ist ja übrigens auch die Schwester von Kai, wie wir alle wissen. Ist auch so typisch. So klischeehaft.
Aber ich mag die Geschichte einfach auch gerne von Gerda und Kai. Und Gerda versucht ja auch Kai zu retten und... ja. Die Arme. Hier gibt's doch gar nichts mehr zu tun. Warum wird mir das immer angezeigt, wenn man nichts machen kann? Oder ich kann hier irgendwie... Nee, das ist nicht richtig. Da soll ja auch was Herziges rein. Und so. Ne? Das ist falsch. Das ist einfach so. Und wieder ganz raus. Der Kompass. Sie meinte doch auch, von hier aus kann sie ihn nicht öffnen. Hat sie den jetzt, wo war das? Hat sie den jetzt, diesen Mechanismus irgendwie geöffnet? Von der anderen Stelle? Für diese Höhle hier? Nee, da kann man das auch nicht einsetzen, ne? Nee, genau dieser Teleporter. Ich brauche einen Tipp. Wo soll ich hin? Ach, den Kompass kann ich hier einsetzen, natürlich. Ach, ich bin immer so hohl. Okay, dann wimmeln wir mal. Ach, jetzt ärgere ich mich, da haben wir es eingesetzt. Na klar, da war ja auch für die Windrichtung, natürlich kommt da der Kompass hin. Na gut. So, was fehlt uns denn jetzt mal so noch? Alles Mögliche. Wir suchen so einen Kranz. Ist das der Kranz gewesen? Nee, das war dieser komische Deckel. Da ist der Kranz. Dann diese Scheibe hier. Nee. Nee, die ist so ein bisschen gestrichelt eher. Dieser Ring. Gestrichelter Ring. Dann noch so ein Deckel. Da. Dann das noch. Und wieder so ein Ornament-Dings. Wo ist das Ornament-Dings? Und wo ist das gestrichelte Teil? Tja, kennt ihr eigentlich verschiedene Versionen von Die Schneekönigin? Also ich kenne einen so einen Film von früher, den ich mir dann später als Erwachsener nochmal irgendwie angeschafft habe, weil ich den unbedingt wiedersehen wollte und ich weiß gerade nicht. Ich glaube, das ist eine tschechische Version von Die Schneekönigin von früher, auch mit Gerda und Kai. Das war so ein Film, den ich in meiner Kindheit immer so geguckt habe und den ich echt gern mochte. Der war aber auch teilweise echt gruselig, weil da auch eine Frau war, die Gerda bei sich behalten wollte, damit Gerda immer Ballett tanzt für die. Und die hat die quasi vergiftet mit so Bonbons, die sie selber gezaubert hat, die Gerda dann essen sollte. Und am Anfang hat er das halt auch richtig Spaß gemacht. Und wie kleine Mädchen sich das so wünschen, wollte sie Ballett tanzen. Aber irgendwann merkte sie halt, dass sie weg muss. Dann waren da halt auch schon andere Kinder, die sie warnten. Ich nehme jetzt einen Tipp. Ach, da hast der Ring. Und die haben ihr dann halt geholfen, auch zu entfliehen, weil alle anderen hat sie dann quasi... Ja, alle anderen waren schon verzaubert, sodass sie nicht mehr weglaufen konnten. Und Gerda wollte halt nicht, dass es mit ihr auch passiert, logischerweise. Ja. Oh. Was ist denn jetzt hier? Jetzt ist der Typ dahinter irgendwie. Da ist doch gar nicht mehr die Schneekönigin. Die Bestie, sie durchbohrt mich mit ihrem kalten, hasserfüllten Blick. Das ist ja gruselig. Vielleicht ist die Bestie ja auch die viel böser als die Schneekönigin. I'll wait here until you find something to unlock this door. Okay, Clementine. Wo war denn das mit dem Apfel nochmal? Guck, der kriegt jetzt den. Nein? In der anderen Hand?
Naja, aber hier wird's ja wohl nicht schon wieder sein. Es muss woanders sein. Vielleicht kann ich den da reinsetzen. Ah. Detective, help! Ja. Und dann haben wir den jetzt wieder. Können wir den jetzt nicht nochmal hinstellen? Doch. Okay. Jetzt können wir da auch durch. Ah, ist das schön hier. Oh, ich mag das, ne? Das ist bunt und so detailreich. Anders als jene am goldenen Baum sind dies ganz normale köstliche Äpfel. Noch ein Bild und irgendwas anderes. Ein Porträt des goldenen Kindes. Warum würde sich die Schneekönigin für Sagen eines Kindes mit magischen Kräften interessieren? Ich weiß es nicht. So viele Scheiben, die mir direkt hier ins Auge fallen, dass ich da direkt einfach draufklicke. Dass da auch irgendwie... Das waren jetzt schon sehr viele Scheiben. Jetzt noch dieser Stern. Dann so eine Art Muschel oder so. Hier das hier auch. Ja. Sogar noch mehr Ringe, die man sucht. Und noch eine Scheibe. Da ist das Ding. Da ist das andere. Jetzt eigentlich nur noch die Scheibe. Dann habe ich alles. Also ich glaube, kann mir vorstellen, so meine Theorie jetzt, dass die Schneekönigin halt ihr Kind verloren hat und sich deswegen halt den Kai nimmt oder andere, um ihre Trauer sozusagen zu überwinden. Was es mit der Bestie dann noch auf sich hat, weiß ich nicht. Aber das würde ja logisch sein, vor allem auch, weil der Titel des Spiels ja auch der Schmerz der Schneekönigin heißt. Also vielleicht hat sie ja diese Schmerzen, weil sie selber mal ein Kind hatte und ist deswegen so eisig geworden und kalt geworden oder so, weil sie ihr Herz verschlossen hat sozusagen, ne, im übertragenen Sinne. Und das wäre eine gute Hintergrundgeschichte zur Schneekönigin, um das erklärt zu kriegen mal. 4 von 6. Ach gut, dann finden wir in den weiteren Bildern doch immer noch auch Teile von anderen Geschichten. Das finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und machen im nächsten Part weiter von der Schmerz der Schneekönigin. Mir macht das Spiel bisher richtig viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Würde ich mich freuen und ja, dass ihr mir euren Eindruck mal bisher so hinterlasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!